Wie weit kommt man eigentlich mit 20 Euro an der Karibikküste von Kolumbien? Leute, willkommen in Kolumbien. Wir waren in Palomino. Wir waren insgesamt 9 Wochen in Kolumbien unterwegs und Palomino war einer unserer Favorite Spots überhaupt an der Karibikküste. Palomino liegt nördlich von Cartagena an der Karibikküste. Von Cartagena haben wir so ungefähr 8 Stunden mit dem Bus gebraucht, mit einem Zwischenstopp in Santa Marta. Palomino ist ein super süßer kleiner Ort. Für mich war das so ein Hippie-Dorf. Und schon auch von vielen Backpackern bereist, muss man auch sagen. Ja, aber es ist nicht so touristisch ausgebaut. Nein, es ist nicht so riesen Hotels oder... Da gibt es gar keine Hotels. Es gibt nicht mal Straßen. Es gibt nicht mal Straßen, also da geht es schon los. Also du hast nur Schotter, es gibt nur die asphaltierte Hauptstraße, wo du mit dem Bus abgesetzt wirst. Und danach gibt es quasi nur noch Schotter. Also wer sehen will, wie die Locals leben, der sollte auf jeden Fall diesen Ort besuchen. Also wir hatten jetzt das Privileg und haben unsere Nachbarn quasi von unserer Unterkunft gefragt, ob wir mal bei denen so vorbeischauen können und gucken können, wie die leben. Hola. Und wir haben ehrlich das Gefühl, dass gerade so die Orte, die halt sehr arm sind, die Leute super gastfreundlich sind, total nett und ja, die haben uns direkt mit in ihr Haus genommen. Die Menschen, also das ist bis jetzt unsere Erfahrung, die materiell am ärmsten sind, sind menschlich am reichsten. Ja, ja. Die sind so herzlich, so nett, wir fühlen uns hier so sicher. Um euch auch das zu zeigen, weil das war für uns schon interessant und das sah schon sehr basic aus. Also es war schon einfache Lebensverhältnisse. Hier sind es keine Chicken McNuggets. Hier sind es echte Küken. Ja, total. Also man hat morgens von unserem Hostel aus, wir hatten so ein offenes Hostel, konnte man dann halt immer rüber gucken und ja, die leben einfach so anders, aber sind trotzdem so glücklich. Voll happy, die Leute. Es war echt richtig schön, das mal so zu sehen und das war auch das, was wir auf unserer Reise unbedingt mal erleben wollten. Und wir haben gesehen, wie Waschmaschinen von einem Haus zum anderen transportiert wurden, weil die Leute sich so gegenseitig helfen. Ganz wichtig, es war super sicher. Total, ja. Also da warst du echt richtig safe. Und in diesem Video geht es ja eigentlich darum, wie man sich mit 20 Euro am Tag eine mega coole Zeit an der Karibikküste von Kolumbien machen kann. Und wir haben gedacht, wir nehmen euch in diesem Video einfach mal mit in unseren Alltag, Backpacker-Alltag und tiggern einfach mal alle Kosten mit euch zusammen hier auf und zeigen euch, wie ihr mit 20 Euro klarkommt. Genau. Also alles fängt an mit der Unterkunft. Bei der Unterkunft, wir hatten eine richtig geile Dschungelhütte. Da haben wir für ein privates Doppelzimmer mit eigenem Bad 14 Euro die Nacht bezahlt. Das ist 7 Euro pro Person schon mal, ziehen wir hier ab. Und uns ist ganz wichtig bei der Unterkunft, dass wir eine eigene Küche haben, weil auch wenn man länger an einem Ort ist, wir waren in Palomino wie lange? 10 Tage. 10 Tage. Auch wenn das Essen auswärts günstig ist, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, selbst kochen ist immer am günstigsten. Vor allem wir reisen zu zweit und wenn man dann kocht, dann lohnt sich das. Guten Morgen aus Palomino. Also, wie schafft man es mit 20 Euro eine wunderschöne Zeit an der Karibikküste hier zu haben? Ihr fangt mit einem schönen Frühstück an. Jetzt gibt es dafür 2 Möglichkeiten. Nummer 1, ihr lauft zum Bäcker und holt euch leckeres Brot. Und hier hat man Riesenglück, weil hier gibt es einen französischen Bäcker und der hat sogar richtig leckeres Schwarzbrot und richtig leckere Baguettes. Nicht selbstverständlich in Zentral- und Südamerika. Ein Riesenbaguette für 1,10 Euro. Ich denke, das ist fair. Also wenn wir unterwegs sind im Ausland, wir vermissen am meisten deutsche Brotkultur. Körnerbrot. Gute Frühstückskultur. Also ihr müsst dazu wissen, war in Kolumbien war es ganz schlimm. Es gab überall nur süßes Zuckerbrot, was wie Kuchen schmeckt und das jeden Tag zum Frühstück oder frittiertes. Ja. Und das ist uns irgendwann echt
Ja, oder aus Arepa. Den Ohren wieder raus. Also Zeit für Frühstück. Unsere Auswahl an Aufschnitt ist sehr begrenzt. Wir haben ein bisschen Schmierkäse, ein paar Soßen, für mich natürlich. Und wir haben uns gegönnt Nutti. Heute will sich mal ein kleines Mini-Nutella gegönnt. Da kommt ein bisschen Heimatfeeling auf. Echt teuer hier. Ja, keine Schleichwerbung. Ich sag's euch, geil. Lecker. Option Nummer 2, ihr macht euch selber was. Alter, Mehl kostet nur 30 Cent die Packung. Bananen kosten nichts, eine Ananas kostet ungefähr 1 Euro. Das Einzige, was man noch können muss, ist... Yeah, you made it. Hä? Also die Dschungelhütte war der Hammer und wir hatten halt eine richtig geile Küche. Denkt nicht, wir sind super geizige Leute. Unser Ansatz ist einfach nur, wir wollen so lange wie möglich reisen. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Spartipps habt, dann schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann lasst doch auf jeden Fall auch mal einen Daumen da. Und lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video bis jetzt schon mal geholfen hat. Wir würden uns sehr freuen. Also abonniert, einfach abonnieren. Einfach nur ein draufklicken, abonnieren. Hilft uns, ihr habt keinen Nachteil, easy peasy. Und ihr verpasst kein Video. Also wir versuchen jetzt auch nicht so fancy zu kochen, wie wir das von zu Hause gewohnt sind, sondern Okay. Wir machen halt auch immer relativ basic. So wie die Einheimischen versuchen wir zu essen. Ne? Reis mit Gemüse gab es halt oft. Ja, Ananas, süß-sauer. Geht halt immer, Reis ist günstig. Wenn man ein Gericht am Tag selber macht, dann kommt man mit ungefähr so 5 bis 6 Euro am Tag für Essen aus pro Nase. Wenn man einmal auswärts essen geht, es gibt überall Menü del Dia, das gibt es eigentlich gefühlt in ganz Südamerika. Da gibt es meistens eine Suppe als Vorspeise, dann gibt es Reis mit einem Stück Fleisch oder mit einem anderen Proteinersatz, vegetarischer Basis. Und noch einen kleinen Salat dabei. Und ne? ein Getränk. Und ein Getränk. Meistens einen gepressten Saft. Und man zahlt dafür so um die 2 bis 3 Euro, pro Nase, was echt klar geht. Also 7 Euro die Übernachtung, dann haben wir jetzt ungefähr 5 bis 6 Euro fürs Essen. Dann bleiben noch 9 Euro für Unterhaltung. Und Unterhaltung kann das hier bedeuten. Also in Palomino gibt es jetzt nicht die fettesten Clubs Kolumbiens, aber... Aber abends treffen sich die Leute im Stadtkern, gucken Fußball. Samstags, sonntags legt oft auch mal ein DJ auf. Man kann dann cool. Bier trinken gehen. Eins solltet ihr dazu wissen, in Kolumbien gehen die Partys nie so richtig lang. Die fangen sehr früh an, so um 6, 7 Uhr. Dann schütten die sich auch ordentlich ein. Also die können feiern, das steht außer Frage. Aber so um 1, 2 Uhr ist dann Feierabend. Palomino hat ein... aus meiner Sicht essentiellen Nachteil, zumindest während der Zeit, als wir dort waren. Wir haben Nach uns sagen lassen. Palomino kommt man nicht, um da einen Strandurlaub zu machen. Das ist halt nicht der ultimative Beachort. Leider nicht. Also zu einer anderen Saison soll der Strand da schöner aussehen. Als wir jetzt dort waren, war keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Also die haben alles so nah am Strand bebaut, das Wasser kam quasi direkt an die Gebäude dran, es war gar kein Strand mehr über. Also die Hostels sind am Strand alle platziert. Ja. Und das Wasser, also es gibt quasi keinen Sandabschnitt, wo man chillen kann. Das Hostel ist hier und das Wasser kommt bis zum Hostel. Jo. Also man schwimmt und das Hostel ist quasi im Meer. Ja. Total verrückt. Und das Meer ist relativ rau, also so richtig zum Schwimmen geeignet. Zum Schwimmen ist das eigentlich gar nicht geeignet. Wir sind auch immer nur bis zur Hüfte reingegangen. Es ist gefährlich, weil da sind verschiedene Strömungen, man muss da echt aufpassen. Jo. Und achtet auch immer so ein bisschen auf die Einheimischen, wie weit die reingehen, was sie machen. Wo die reingehen. Wenn man ein bisschen weiter von den Hostels aus weiter nach rechts läuft, genau, dann werden die Strandabschnitte ein bisschen schöner, aber man muss halt schon ein Stück laufen. Also wir haben auch einen Beachday gemacht und der kostet natürlich 0 Euro. Wir nehmen uns dann auch ein Stück Baguette mit, irgendeinen Aufstrich und dann chillen wir uns dahin, machen ein kleines Picknick. Ist super günstig und man hat einen unglaublichen Ausblick auch zum Sonnenuntergang. Also das sind so die Sachen, die einfach richtig Spaß machen und nichts kosten. Reisen muss nicht immer teuer sein. So haben wir uns mit wenig Geld eine geile Zeit an der Karibikküste von Kolumbien gemacht. Hier noch eine Übersicht unserer Kosten, die wir in Palomino hatten. Kolumbiens Karibikküste ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Safe. War geil. War richtig geil. Wir hatten echt eine geile Zeit da. Es kommen auch noch geile Spots, also seid gespannt, bleibt dran, verpasst kein Video. Unsere Zeit in Palomino ist vorbei
Und wir müssen jetzt bei 150 Grad und 2000% Luftfeuchtigkeit unsere Sachen packen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, safe. Danke fürs Zuhören. Peace out. Peace. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüssi.